Der Format der Konferenz gibt mir die Möglichkeit, übertriebener Politesse sowie der Notwendigkeit, mit gewohnten, angenehmen, aber leeren diplomatischen Floskeln zu sprechen, auszuweichen. Dieser Format ermöglicht es mir, das zu sagen, was ich wirklich über die Probleme der internationalen Sicherheit denke. Und wenn meine Rede meinen Kollegen überaus polemisch akut erscheinen oder nicht korrekt genug, so bitte ich Sie, mir das nicht übel zu nehmen. Es ist ja nur eine Konferenz und ich hoffe, dass nach 2-3 Minuten meiner Rede Herr Telčík hier nicht das rote Licht einschaltet. So. Bekanntlich ist die Problematik der internationalen Sicherheit viel breiter ausgelegt als die Fragen der militärpolitischen Stabilität. Die nach dem Kalten Krieg vorgeschlagene monopolare Welt hat auch nicht stattgefunden. Die Geschichte der Menschheit kennt natürlich auch Perioden eines monopolaren Zustandes und des Bestrebens zur Weltherrschaft. Was gab es nicht alles in der Geschichte? Doch aber was bedeutet eine monopolare Welt? Wie man diesen Begriff auch verschönern mag, bedeutet er letztendlich in der Praxis nur eines. Es ist ein Machtzentrum, ein Kraftzentrum, ein Entscheidungszentrum. Es ist die Welt eines Herrschers, eines Souveräns. Und letztendlich ist es vernichtend, nicht nur für alle, die sich im Rahmen dieses Systems aufhalten, sondern auch für den Souverän selber, weil es ihn von innen zerstört. Das hat nichts mit der Demokratie zu tun, weil die Demokratie bekanntlich die Macht der Mehrheit bei gleichzeitiger Achtung der Positionen der Minderheiten bedeutet. Übrigens, jeder erste Beste ist bereit, Russland der Demokratie zu belehren. Aber selber möchte man nicht lernen. Ich bin der Auffassung, dass für die moderne Welt das monopolare Modell nicht nur unannehmbar, sondern überhaupt unmöglich ist. Und nicht nur, weil bei einer monopolaren Welt der modernen Welt wieder wirtschaftliche und soziale Ressourcen mangeln wird. Und was noch wichtiger erscheint, ist dieses Modell an sich selber nicht funktionstauglich, weil es in ihrer Grundlage keine moralischen und ethischen Grundsätze der modernen Zivilisation gibt. Dabei sind alle aktuellen Geschehnisse, die, und wir haben das bereits angesprochen, das ist die Konsequenz der Versuche der Einführung eben dieses Konzeptes der monopolaren Welt. Und was ist das Ergebnis? Einseitige und im Grunde genommen unlegitimierte Aktionen haben keine Problemlösungen herbeigeführt. Mehr noch, sie wurden zu Generatoren neuer menschlicher Tragödien und Spannungsherde. Sie können selber urteilen, es gibt ja nicht weniger Kriege lokaler und regionaler Konflikte. Und in diesen Konflikten kommen sogar mehr Menschen um als früher. Viel mehr. Viel mehr. Heute sind wir Zeugen einer fast durch nichts gezügelten, übermäßigen Militäranwendung in internationalen Anliegen. Eine Gewalt, die die Welt in die Tiefe der reihenweise auflodernden Konflikte stürzt. Im Ergebnis mangelt es an Kraft, eine komplexe Lösung für keines dieser Konflikte herbeizuführen. Auch deren politische Lösung wird unmöglich gemacht. Wir sehen auch vermehrt die Verachtung grundlegender Grundsätze des Völkerrechts. Mehr noch, die einzelnen Normen und im Grunde genommen fast das ganze Rechtssystem eines einzelnen Staates, natürlich in erster Linie der USA, ihre politischen Grenzen fast in allen Bereichen überschritten hat, im Wirtschaftspolitik, humanitären Bereich und so weiter. Und das wird anderen Staaten aufgezwungen. Wem wird das schon gefallen? In den internationalen Anliegen wird man immer öfter mit dem Bestreben konfrontiert, die eine oder andere Frage ausgehend von der sogenannten politischen Zweckmäßigkeit zu entscheiden, die sich auf die laufende Konjunktur abstützt. Und das ist natürlich außerordentlich gefährlich.
und führt dazu, dass sich niemand in Sicherheit fühlt. Ich möchte es betonen, niemand fühlt sich sicher, weil keiner sich hinter dem internationalen Recht verstecken kann. Eine solche Politik ist natürlich ein Katalysator des Wettrüstens. Die Obrigkeit des Kraftfaktors nähert unumgänglich das Bestreben einiger Länder zum Besitz von Massenvernichtungswaffen. Mehr noch, es sind grundsätzlich neue Gefahren entstanden, die auch früher bekannt waren, aber heute einen umfassenden Charakter erlangt haben. Wie sagen wir, der Terrorismus? Ich bin überzeugt, dass wir an jenem Schwellenmoment angelangt sind, wo man sich sehr ernsthafte Gedanken über die ganze Architektur der globalen Sicherheit machen muss. Und dabei sollte man von der Suche nach einem vernünftigen Gleichgewicht zwischen den Interessen aller Subjekte des internationalen Rechts ausgehen sollte. Insbesondere jetzt, wo die internationale Landschaft sich sehr schnell ändert. Sie ändert sich aufgrund der dynamischen Entwicklung einer ganzen Reihe von Staaten und Regionen. So ist das gesamte BIP Indiens und Chinas, gemessen an der Vergleichskaufkraft, ist bereits höher als das der USA. Und der nach gleichem Prinzip berechnete BIP der Staaten der BRIC-Gruppe Brasilien, Russland, Indien und China übertrifft bereits das BIP der Europäischen Union. Und nach Schätzungen der Experten wird diese Kluft in absehbaren historischen Perspektiven nur weiter anwachsen. Man sollte daran nicht zweifeln, dass das Wirtschaftspotenzial neuer Zentren des Weltwachstums sich unweigerlich in politischen Einfluss konvertieren wird und auch auf die Multipolarität stärken. In diesem Zusammenhang wächst ernsthaft die Rolle der multilateralen Diplomatie. Offenheit, Transparenz und Voraussagbarkeit sind in der Politik haben keine Alternative. Und die Gewaltanwendung sollte wirklich zu einer Sondermaßnahme werden, wie auch die Anwendung der Todesstrafe in Rechtssystemen einiger Staaten. Heute sind wir Zeugen aber einer Situation, wo die Länder, in welchen die Anwendung der Todesstrafe sogar in Bezug auf Mörder und andere besonders gefährliche Kriminelle verboten ist. Trotzdem, solche Länder beteiligen sich sehr leicht an militärischen Abenteuern. Und doch in diesen Konflikten kommen Menschen um, Hunderte, Tausende friedlicher Menschen. Doch dabei entsteht die Frage, ob wir unbeteiligt auf die einzelnen Konflikte schauen sollten, auf die Machenschaften von Tyrannen, autoritärer Regime, auf die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Eben das lag ja im Grunde der Frage, die an die Frau Bundeskanzlerin gestellt wurde von Herrn Niedermayer. Habe ich das richtig verstanden? Und natürlich ist das eine ernsthafte Frage. Ob wir unbeteiligt das alles betrachten sollen? Natürlich dürfen wir das nicht, natürlich nicht. Aber ob wir über Mittel verfügen, um diesen Gefahren entgegenzuwirken? Natürlich haben wir solche. Man sollte sich nur an die jüngste Geschichte erinnern. Es erfolgte doch ein friedlicher Übergang zur Demokratie in unserem Lande. Es hatte ja eine friedliche Transformation des Sowjetregimes stattgefunden. Eine friedliche Transformation. Und was für eines Regimes, mit welch großem Potenzial an Waffen, einschließlich Atomwaffen? Und warum ist es jetzt notwendig, bei jeder passenden Gelegenheit zu bombardieren und zu schießen? Sollte es denn bedeuten, dass unter den Bedingungen des Ausbleibens der Gefahr der gegenseitigen Vernichtung es uns an politischer Kultur, der Achtung der Demokratie und Rechtswerte mangelt? Ich bin überzeugt, dass das einzige Mechanismus der Beschlussfassung zur Nutzung der Gewalt als der letzten Instanz nur der Statut der UNO sein kann. Und in diesem Zusammenhang habe ich entweder nicht verstanden, was gesagt wurde, erst vor kurzem von unserem Kollegen, dem italienischen Verteidigungsminister, oder hat er sich anders ausgedrückt. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass die Gewaltanwendung nur
legitim sein kann, wenn der Beschluss von der NATO gefasst worden ist oder in der Europäischen Union. Wenn er wirklich einer solchen Auffassung ist, so haben wir mit ihm verschiedene Standpunkte. Oder ich habe mich verhört. Legitim kann man Kraftanwendung nur dann erachten, wenn dieser Beschluss auf der Grundlage und im Rahmen der UNO gefasst wurde. Und man sollte die UNO weder durch die NATO noch durch die Europäische Union ersetzen. Und wenn die UNO real die Kräfte der internationalen Völkergemeinschaft vereinigen wird, dann wird sie viel besser auf die verschiedenen Ereignisse reagieren können. So kann sich die Situation dann ändern. Andernfalls wird die Situation nur in die Sackgasse getrieben und es werden vermehrt schwere Fehler begangen. Natürlich soll man es herbeiführen, dass das Völkerrecht einen universalen Charakter, Verständnis und Anwendung hat. Und man darf nicht vergessen, dass die demokratische Handlungsart in der Politik auf jeden Fall Diskussion und eine eingehende Beschlussverfassung beinhaltet.